Willkommen bei Klatschpampe. Heute, wie man sich ein günstiges Topcase baut. Angefangen habe ich mit der Suche nach einem Koffer, eigentlich nach einer Alubox, um Kameraequipment und ähnliches zu transportieren. Die beste Option für mich war dieser Koffer und diese Gepäckbrücke. Gemeinsam kosten sie knapp 100 Euro, was das Projekt recht günstig hält. Der Koffer kommt mit Schaumstoffmatten, die man sich zurechtschneiden kann, um sein Equipment richtig zu verstauen, wie man hier sieht. Das Konzept ist recht simpel. Der Koffer wird mit 4 Schrauben an der Gepäckbrücke verschraubt. Wenn ihr die Zeichnung genauer sehen wollt, könnt ihr einfach das Video kurz pausieren oder auf die Website klatschpampa.com gehen. Hier zu den Vorbereitungen. Zuerst habe ich mal markiert, wo sich die Streben befinden, damit ich nachher mit den Schrauben nicht im Weg bin. Einfach abkleben und nachher abschrauben. Nun den Koffer draufhalten, um zu schauen, ob alles passt, etwas ausrichten und gut. Jetzt geht's ans Ausmessen und Anzeichnen der Löcher für die Adapterplatte. Erstmal optisch ausrichten und später nachmessen. Dieser Arbeitsschritt benötigt am meisten Zeit von allem. Denn wenn man sich hier vermisst, passt später nichts. Zuerst versuche ich die Mitte zu finden und anschließend die Höhe. Mit dem Crepe-Tape macht man sich die Sache viel einfacher. Zudem muss man nicht auf den neuen Koffer malen. Außerdem hat man mit dem Crepe-Tape einen Vorteil, den ich nachher nochmal zeige. Denn man kann Abdrücke darauf machen. Und auch hier gilt, zweimal messen, einmal schneiden. Hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Schrauben anmalt und auf das Crepe-Tape drückt, hinterlassen sie einen Abdruck. Den könnt ihr nachher benutzen. Noch zu den Schrauben. Ich habe sie für knapp 10 Euro im Baumarkt gekauft. Es sind alles M12 Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben. Und die Muttern sind Flügelmuttern. Denn Flügelmuttern zählen vor dem TÜV als Ladesicherung und sind somit nicht einzutragen. Wenn ihr euch sicher seid, dass alles passt, geht's ans Bohren. So, nun passt alles. Jetzt noch aufs Motorrad schrauben und fertig. Hier das 110 Euro Topcase. Bis zum nächsten Mal, euer Klatschpumper.